Und willkommen zurück bei Diablo 2. Wir sprachen in der letzten Folge noch mit dem Herrn Kane, der uns einiges über die Schriftrolle der Horatrim erzählt hat, oder vielmehr, was da halt drin stand. Suchen Sie Hallen der Toten, verdorrten Hügel, Würfel, Wurmgruft, Schaft, Klauen, Wiebmann, Spitze, ne? So mal die schnelle Variante. Wir quatschen aber erstmal doch noch mit dem Kerl. Ja? Achso, wir haben nichts zu identifizieren. Seid gegrüßt. Und gehen wir ein bisschen handeln und rappen. So. Den Knochenstab, den verschmeißen wir. Den auch. Das Schwert auch. Das Amulett genauso. Das auch. Das auch. Das auch. Den hier tauschen wir mal gegen den hier aus und verkaufen den da. Noch eine Rune, noch eine Rune. Und wir brauchen unbedingt den Würfel. Wir reparieren alles. Und guck mal, wir sind viel zu schwach, um irgendwas zu tragen. Also ein dreifach gesockeltes Breitschwert ist schon nett. Mal gucken, was haben wir hier? Nix, Blödsinn, Knall. Ah ja, Pflege, wie wär's damit? 1 bis 26, nö. Rüstung, so einen Helm können wir tragen, aber wir haben jetzt eigentlich einen schönen, schicken Helm. Schuhe, Stiefel, tralala, nö. Nicht so wirklich sinnvolle Sachen hier. Wir zahlen ein bisschen Gold ein und sprechen mal mit Atma. Wir haben ja quasi den Bereiter ihrer Pein beseitigt. Hallo. Guten. Sie sagen, dass der Geschmack der Rache bittersüß sei, aber ich mag ihn. Ich habe den Händlern gesagt, was ihr für uns getan habt, und sie haben eingewilligt, ihre Dankbarkeit zu zeigen, indem sie ihre Waren und Dienste billiger anbieten. Oh, und Jerin hat euch etwas Wichtiges zu sagen. Ihr findet ihn vor dem Palast. Tja, und seitdem die das gesagt hat, also seit, über 10 Jahren... denke ich darüber nach, ob Rache wirklich süß ist. Und da ist mir so ein interessanter Vergleich ins Gedächtnis gekommen. Manche sagen ja, Rache ist Blutwurst. Und manche sagen auch, Rache ist süß. Und da stelle ich mir vor, dass süße Blutwurst ziemlich eklig ist. Und ob das dann auch auf Rache zutrifft, ist wohl eher dann eine persönliche Entscheidung. Ob das Jerin für uns Hallo. Entscheiden kann? Ich habe von euren vielen Fertigkeiten und eurer Tapferkeit gehört. Ich denke, ich kann euch etwas anvertrauen, worüber ich nur ungern spreche. Drognan und ich sind zu dem Schluss gekommen, dass der dunkle Wanderer, der hier durchgekommen ist, Diablo selbst gewesen sein muss. Drognan glaubt, dass Diablo in der Wüste nach dem geheimen Grab sucht, wo Talrasha, der große Magier der Horadrim, Baal gefangen hält. Ihr müsst Diablo finden und dem schrecklichen Übel, das über unsere Stadt gekommen ist, ein Ende bereiten. Drognan ist weise und kann euch sicher einen guten Rat geben, wie ihr Talrashas Grab finden könnt. Es könnte euch einige Zeit kosten, das Grab zu finden. Möget ihr bereit sein, wenn es soweit ist. Ah ja, wir haben also noch einen Auftrag am Stissel, am Stissen, wie auch immer. Den haben wir abgeschlossen und suchen sie Talrashas Grab, na klar. Aber erstmal machen wir den Mist hier. So gut mit Drognan können wir schon mal sprechen, wo wir in der Stadt sind. Aber der Rest kommt dann erstmal später. Also Talrashas Grab, das ist auch nur so eine Sache für sich. Aber die kommt halt nicht jetzt. Fragt und lernt! Die 7 Gräber? Talrashas Grab ist tief in der Wüste zwischen 6 anderen Gräbern verborgen. Es ist mit Talrashas Zeichen geschmückt. Wenn ihr wissen wollt, was das für ein Symbol ist, solltet ihr es in der legendären geheimen Zuflucht finden. Yes. Die geheime Zuflucht ist auch ein lustiger Ort, also ein sehr skurriler Ort eigentlich, an dem wir uns auch noch hinbegeben werden. Das kommt alles noch, könnt ihr euch drauf freuen. Die geheime Zuflucht, aber auf was ihr euch jetzt erstmal freuen könnt, ist... Die felsige Öde. Ja, das ist jetzt nicht so spannend, wir haben auch keine Viecher da, warte mal. Und zack. Und zack. Und zack. So. Alle Mann da. Sehr schön. Hier ist eine Truhe. Und wir sind jetzt mal wirklich draußen in der Wüste. Das ist so eine ziemlich felsige Wüste. Hat aber auch Speerkatzen. Aua. Ich habe wieder die falsche Waffe aktiviert, weil ich wieder auf W rumdrücke, weil ich auf W laufen will. Ach Mann. So, wir haben hier natürlich auch solche Wüstenspringer.
Das sind sowas wie kleine Stachelfrösche, na gut, ziemlich große Stachelfrösche, die halt über einen drüber hüpfen und dabei Schaden machen. Können in der Masse relativ nervig werden. Geht's hier oben schon weiter? Warte mal. Ne, hier ist nur eine Sackgasse. Na, klasse. Naja, wir schaukeln uns mal ein bisschen hier durch die Wüste. Hier stehen manchmal so alte Gebäude rum, da kann man auch durch die Tür gehen. Ah, ja, ach, ihr seid's. Ich weiß nicht, ob es irgendeinen Charakter gibt, mit dem diese Käfer nicht total zu kotzen sind. Aua. Na gut, mit dem Todbeschwörer gehen sie einigermaßen. Aber sonst mit jedem anderen Charakter sind diese Käfer total zum Kotzen, weil sie andauernd so einen Rundum-Kombo-Blitz rausspucken. Das sind sie. Den Namen konnte man jetzt ganz schnell lesen, wenn man schnell war. Ich war nicht so schnell und konnte den nicht lesen. Falls ihr dennoch wissen möchtet, wie dieser Bossgegner gerade hieß, könnt ihr doch mal kurz auf Pause drücken. Also hier zurückspulen, auf Pause drücken, nachlesen. Aber eigentlich ist völlig irrelevant. Weil er hatte sowieso keine Bedeutung. Scheiß Bossgegner. Ich wollte noch irgendwas vorhin erzählen, hab's aber wieder vergessen. Schade eigentlich. War sogar halbwegs sinnvoll. Naja. Ach ja, da oben war noch mehr Käfer. Ach ja. Boah, ich mach immer übel die Kacke hier. Ah, Hilfe! Also, wie gesagt, als Totenbeschwörer gehen die einigermaßen, weil... Zweimal gesockelt, 4 bis 8, warte mal. 2 bis 7, Tja, da bin ich noch unschlüssig. Na, ich nehme einfach mal mit, bis ich was Besseres finde, das heißt in 2 Sekunden. So, noch mehr Käfer, yay! Boah. Und da sei mal Nahkämpfer und dann lass dich mal von den ganzen Blitzen treffen. Da weißt du, wo der Hammer hängt. Also echt. Diese Viecher sind wirklich nicht nett. Einfach nicht nett. Also wenn man die als Totenbeschwörer wiederbelebt hat, man kann ja als Totenbeschwörer Viecher auch wiederbeleben, gegnerische welche, dann gehen die einigermaßen, weil dann sind sie halt auf der eigenen Seite mit ihren ganzen Effekten und so weiter. Aber solange man sie halt auf der anderen Seite stehen hat, sind die aber nicht wirklich nett. Was das für Gegnertypen sich ausgedacht haben, das ist schon mal nicht schlecht. So, Katze ist weg, Rabe ist auch weg, Rabe ist wieder da. So, und ich bin wieder mit meinem Zauberspruch am Start und gehe ein bisschen weiter rum. Gucken in der Wüste und noch mehr Käfer. Ach, wie schön. Also rein theoretisch gibt es Winkel, also von den Blitzen her, in dem man stehen kann, ohne dass man getroffen wird. Aber wenn die alle ziemlich verstreut sind, die ganzen Käfer, ist es schwierig, da eine Stelle zu finden, wo keine Blitze sind. Ich habe einen dicken Kopf in der Mitte, eine Truhe mit einer Bardecke drin, die total dumm ist, weil sie groß und schwer und nicht wirklich wertvoll ist. Hier haben wir einen kaputten Wagen. Ich gehe mal nach hier drüben gucken. Hallo, Leute. Wir haben schon wieder keine Raben. Ach, Mann. So. Ich glaube, das ist auch so, wenn man jetzt einen Raben beschwört, obwohl man schon alle Raben voll hat, wird quasi der Rabe gelöscht, der die am wenigsten Treffer noch übrig hat. Also die haben ja alle hier 20 Treffer oder so. Und da wird halt der Rabe dann eliminiert, der nur noch 1-2 Treffer übrig hat. Der kann dann schon mal früher gehen. So, Käfer, 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 Käfer. Lass doch mal meinen Wolf in Ruhe, Leute. Geht auf keine Kuhhaut hier. Also echt. Jetzt ist er nicht kaputt. So, ist er wieder da. Ach ja. Also eigentlich ist die Ablo zeitweise ein Spiel zur Entspannung. Wenn man einfach mal Lust auf ein bisschen Hack and Slay hat und das in großem Maßstab und überall her, dann ist das eigentlich das Spiel der Wahl. Aua, aua, aua.
So, das Gold hier nehme ich auch nochmal mit. Ich bin überladen. Ich will nicht wissen, was du schon wieder alles im Inventar hast, du Knallkopf. Bestimmt irgendwelche Pfeile oder so ein Knall. Oder diesen Kompositbogen. Blödsinn, wer nimmt denn sowas mit? Echt, Leute gibt's. Hier den Knochen von irgendwelchen Viechern rum, die wir nie treffen werden. Also nicht im lebendigen Zustand. Naja. So, was haben wir hier? Gutes gehärtetes Leder. Na, klasse. Bin ich richtig stolz auf euch. Frag mich sowieso, wo wir den ganzen Mist her haben. Warte mal, hier geht's weiter in das nächste Gebiet, aber hier in diesem Gebiet muss ja noch so eine Art Höhle sein. Ein Diamant. Wie schön. Na komm her. Hier kommt nicht her. So, einmal Rechtsklick drauf und schon sind alle tot. Das kann ich gerne öfters sehen. Geht's hier unten weiter? Warte mal. Hier ist wieder eine ultimative Sackgasse. Wie schön. Wo ist unsere Tante eigentlich? Tantchen? Ach übrigens, die Käfer spucken auch Blitze aus, wenn man sie trifft. Also, besser mit einem Schlag umbringen, da hat man es hinter sich. Weil man sieht, wenn die Raben jetzt ein paar Mal drauf einhacken, dann dauert das auch eine Weile. Die heißen hier übrigens im ersten Gebiet heißen die Dungkäfer. Die heißen nochmal Todeskäfer, Skarabäen oder wie auch immer. Und ich vermisse ganz schmerzlich meine Bogenschützentante. Wo ist denn die? Hat irgendjemand meine Bogenschützentante gesehen vielleicht? Nö, sie scheint verschwunden zu sein. Hm. Oder Deserteure. Naja. Nicht. Doch. Wir sind schon ein leichtes Mana-Schwein, fällt mir gerade auf. Unseren Geist haben sie übel mitgespielt. Ach ja. Die Tante fehlt, wir haben kein Mana. Und es wird dunkel, so wie es scheint. Auch ganz toll. Wird einfach mal dunkel. Ja, aber sagen Sie, eine normale Nacht ist, geht das noch. So, hier ist die Höhle übrigens. Schauen wir kurz hinten lang. Hier ist hier noch eine Wächterleiche. Zack. Ja, aber sonst ist hier eine Felswand und wir haben unsere Tante verloren. Wo ist denn die? Also echt. Bestimmt einen Kaffee trinken oder macht eine halbe Stunde Pause oder so ein Quatsch. Geht ja gar nicht. Naja, wir gehen auch mal zum Steingrab Level 1. Da müssen wir zwar nicht rein, ist aber völlig buggy. Ah, da ist sie wieder. Und hier ist Bauchsäufer. Den wir möglichst schnell umbringen sollten, weil er bringt sonst uns um. Warte mal, das hier brauche ich und das hier brauche ich nochmal. Ne, das nicht, das hier. Tut mir leid, Ranke. Ich brauche... Ja, was du alles brauchst. Ja, das war Bauchsäufer, ein Bosskäfer. Wunderschön. Ich kann nicht noch mehr tragen. Du brauchst Mana, du kannst nicht noch mehr tragen. Bäh, bäh, bäh. Lass mit deinem Geheule mal aufhören, es geht mir auf den Senkel. Ich kann das nicht, ich kann jenes nicht. Ich kann nur diesen zertreten. Und da kommt. Aua, danke. So, alles kaputt machen. Also wenn ihr quasi ein Nicht-Let's Play davon macht, also ganz normal spielt, dann empfiehlt es sich einfach mal die ganzen Krüge hier kaputt zu treten, weil da kommt meistens immer irgendwas raus und mitunter auch ein goldener Gegenstand. Also kann passieren, laut Wahrscheinlichkeit. Ist natürlich furchtbar unwahrscheinlich, aber ist möglich. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist höher als im Lotto zu gewinnen, also kann man es mal machen. Ja, Leute. So, mal gucken. Haben die schon Papa da? Nee, ne? Nö. Die haben noch keinen Papa da. Also, was ich mit Papa meine, werden wir auch noch sehen. Zwar nicht jetzt, sondern in der nächsten Folge. Schätze ich mal. Seid ihr endlich mal ruhig da oben? Ich will die Folge beenden.
So. Da oben ist hoffentlich Ruhe und ich beende hier die Folge, indem ich sage Tschüssi und auf Wiedersehen.